Beat Welte von HP, wieso bist du heute hier? Ja, es ist ein geiler Anlass, sehr viele gute Leute und gute Stimmung und wahrscheinlich der beste Branchenanlass, den es gibt. Es ist natürlich sehr ein schöner Ort da. Wir haben wieder mal super Glück gehabt, trotzdem extrem schlechter Sommer hat es heute Sonne. Ihr habt es geschafft, dass wir endlich wieder Sonne haben, es ist warm. Nicht ganz so warm wie letztes Jahr, aber sehr schön hier. Das gefällt mir natürlich gut, weil wenn wir jetzt schauen, auf den See schauen, vor 4 Tagen hat es geheißen, heute Abend regnet es, hat 18 Grad. Vor 3 Tagen hat es geheißen, heute Abend regnet es, hat es Gewitter und 20 Grad. Gestern hat es geheißen, es hat Wolken, heute haben wir blauen Himmel. Also was wünschen wir uns mehr? Wir haben ja einen riesen Schwein mit dem Wetter. Es sind gute Leute hier. Super. Also ich finde es schön, vor allem hier am See. Und für mich ist es ein besonderes Erlebnis, weil ich vor 30 Jahren mal hier gearbeitet habe als Baumeister. Und für das ist einfach die Atmosphäre, alles, das stimmt einfach. Also was wirklich super ist, es gibt keine überkandidelten Show-Acts, irgendwelche Vorträge zu Programmatic Advertising. Es gibt einfach gute St. Galler Bratwürste ohne Senf, es gibt etwas zu trinken und es gibt gute Sachen, um miteinander besprechen. Ich bin noch nicht lange da, aber es ist sehr cool. Wunderbares Wetter, coole Location, gute Leute. Es ist super. Ist Weltklasse. Ich habe noch nie so viele schöne Nerds auf einen Haufen gesehen. Easy, locker, leicht, weil auch sozusagen in rein technischen Berufen attraktive Frauen teilweise unterwegs sind. Und dann stimmt das Leben. Ich finde es wunderbar. Es hat so viele gut aussehende Männer da. Ich habe mich in Schale gerührt, der Champagner bläst und ja, da habe ich es gekommen. Es ist nicht so heiß wie letztes Mal. Dafür sind Gäste heiß und es ist einfach ein Event, wo man muss sein muss. The place to be. Daniel Perisse von Samsung. Wieso bist du heute Abend hier? Ja, ich bin da, um natürlich wieder Kollegen zu treffen, die du halt unter einem Jahr nicht so viel siehst, aber auch neue Leute kennenzulernen. Und ja, einen schönen Abend zu genießen, fein essen und gut trinken. Das ist hochspannend. Es wird auch nicht so viel über das Business geredet, sondern man tauscht sich aus, tut dann miteinander Kontakt und das ist wirklich fantastisch. Ja. Ja, da kommt man einfach gerne an. Es ist eine schöne Sache am Zürichsee, oder? Weil ich endlich mal die ganzen Nerds, die im Grunde unser Leben bestimmen, eins zu eins treffen wollte. Ich kenne sie aus den Trainings und sie überraschen mich oft eigentlich durch gute Kommunikation. Und insgesamt stelle ich fest, dass sie eigentlich genauso feiern können wie alle anderen. Insofern glaube ich, gehören sie wirklich mit dazu. Kontaktpflege. Grossartige Anlässe zum Kontaktpflegen. Ganz viel von unseren Mitgliedern können sie sehen, wieder mal. Und die Gelegenheiten, die einem die Netzmedien gibt, um so Sachen zu machen, ist einfach grossartig. Ja, ja, ich will Netzwerke, ich will schauen, was ihr macht, ich will weiterkommen mit euch. Alte Freunde treffen, mich mit denen austauschen und einen interessanten Abend geniessen. Ich finde ihn super, weil es ist informell, aber es ist auch nicht völlig losgelassen. Also man kann mit den Leuten gute Gespräche haben. Oder ist es so oben, wo man dann heimgeht, 2-3 Trinklichkeit, aber nein, noch 2-3 gute Gespräche. Ich geniesse es eigentlich, an die Party zu kommen, weil es hat auch noch etwas. Ich hoffe immer wieder, ich sehe einen anderen Urgestein. Teilweise finde ich noch einen.